So, ich will erklären und vorspielen das Abendlied von Bruno Sordikowski. Das ist aus dem Buch Das Lagenspiel. Lagenspiel bedeutet, wir befinden uns auf der Gitarre in einer bestimmten Lage. Jeder Finger greift einen Bund. Wenn ich jetzt also sage, wir sind in der vierten Lage, gehe ich mit dem Zeigefinger in den vierten Bund und greife dann entsprechend den fünften Bund mit dem Mittelfinger, den sechsten mit dem Ringfinger und den siebten mit dem kleinen Finger. Das wäre chromatisch. Man kann aber auch eine Pentatonik spielen oder irgendeine andere Tonleiter, dann würde man vielleicht auch weitere Sprünge machen. Aber es wäre immer noch in der fünften, in dem Fall in der vierten Lage. Hier bei dem Stück sind wir in der ersten Lage, das heißt, der Zeigefinger ist im ersten Bund. Und es ist uns oben auch eine Auswahl der Töne gegeben, die wir nachher brauchen in der Melodie. Es handelt sich hierbei um die A-Moll-Tonleiter. Wir spielen also. Das sind die Töne, die wir haben, die wir spielen. Also A, H, C, D, E, F. Die kommen in der Melodie vor. Und ich würde vorschlagen, zum Lernen, man spielt erstmal nur die Melodie ohne die Bassseiten. Wenn man die Melodie, wenn man weiß, wie sie klingt und die Melodie kann, fügt man noch die Bassseiten dazu und spielt die. Die kommen immer auf die 1, das ist ja ein Dreivierteltakt, das heißt auf die 1 machen wir dann immer die A-Seite oder die E-Seite oder die D-Seite dazu und haben so noch einen schönen Basston unter der Melodie liegen. Die Akkorde, also ich habe ja schon gesagt, das ganze Stück ist in A-Moll. Die Akkorde, die sozusagen drunter liegen, sind A-Moll, E-Dur, D-Moll und A-Moll. Also A-Moll, E-Dur und D-Moll. Und dann geht es zurück, meistens bei so klassischen Stücken. Die Melodie fängt mit einem Auftakt an auf die 3. Also wenn man zählt 1, 2, 3, 1, 2, da geht es los mit dem E und dann geht es. Ich tapp jetzt mal den Fuß dazu. 2, 3, 1, 2. Was hier wichtig zu beachten ist, zum Beispiel in Takt 3 haben wir eine punktierte Viertelnote, das heißt, die ist anderthalb Schläge wert. Dadurch kommt diese Melodie, also ist nicht, sondern 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und. Das heißt, der Wechsel ist auf die 2 und, weil wir davor die punktierte Note haben, die gilt eben 1 und 2. Also eine Viertelnote besteht ja aus zwei Achteln und wenn wir jetzt eine punktierte spielen, besteht sie eben, die punktierte Viertel, aus drei Achteln, dadurch 1 und 2 und dann der Wechsel auf die 2 und. Und das haben wir öfter, das haben wir in Takt 3, 6, 9, 13 und in Takt 16. Und wir haben nur einmal tatsächlich eine Achtelbewegung, das ist in Takt 12, da geht es. Also 1 und 2 und 3 und. Jetzt schauen wir uns die Bassseiten an. Die Bassmelodie sozusagen ist mit dem Auftakt, dann kommt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist die Bassmelodie, das ist der unterliegende Bass. Man sieht also den Wechsel A, E, A, A, D, E, A, A, immer entsprechend der Bassnote, die gespielt wird. Könnte man auch, wenn man mit drei Gitarren spielt,
die Akkorde noch drunter spielen, um einen noch größeren, schöneren Klangteppich zu haben. Wenn wir es jetzt mit der Bassseite spielen, ist es. Perfekt, aber so ungefähr. So kann man das spielen. Es gibt noch eine zweite Stimme, aber da mache ich ein zweites Video für.